Dann heiße ich euch herzlich willkommen hier zum wunderbaren Tagesanbruch. Wie ihr wisst, wird es jetzt nämlich langsam Tag und wir haben hier einen großartigen weiteren Vortrag auf der MMCD und zwar von Blocktron. Blocktron ist hauptsächlich in der OpenWRT-Entwicklungsszene aktiv und entwickelt außerdem auch viel an Gluon mit. Gluon ist die Firmware, die für Freifunkrouter benutzt wird. Und er erzählt uns jetzt ein bisschen was über die Entwicklung in OpenWRT und Komponenten, die in OpenWRT enthalten sind, in den letzten 2 bis 3 Jahren. Viel Spaß. Ja, danke für die Anmoderation. Genau, wir verlieren auch mal keine Zeit. Du hast ja schon eine Anmoderation gemacht. Ich fange einfach mal kurz mit den Hardfacts zu OpenWRT an. OpenWRT gibt es schon relativ lange. Also wir nähern uns dem 20-jährigen Geburtstag. Es ist eine Distribution, welche explizit Netzwerkgeräte targetet. Dabei sind wir OpenWRT Multiplattform, sprich wir supporten quasi von einer kleinen MIPS-Büchse über ARM-CPUs bis hin zu einer x86 sehr, sehr viele unterschiedliche Targets, haben aber eine gemeinsame Base. Wir verwenden ausschließlich Open-Source-WLAN-Treiber. Also das unterscheidet uns auch von einigen anderen Distributionen, wie zum Beispiel DDWRT, welche zum Beispiel viele Netgear- oder Asus-Geräte zusätzlich unterstützt. Dort werden zum Beispiel proprietäre Broadcom-WLAN-Treiber verwendet, während OpenWRT lediglich die Treiber von Upstream Linux verwendet. Es ist ein paketbasiertes System, was es auch relativ nett macht für kleinere Custom-Embedded-Entwicklungen. Man kann einfach sagen, mit dem Imagebuilder, hey, installiere mir hier diese Pakete und man bekommt innerhalb von 2 Minuten ein eigenes Image daraus. Es gibt auch Web-Frontends dafür. Und mittlerweile ist es auch eine Basis für viele Vendor-SDKs geworden. Da muss man ein bisschen abgrenzen. Vendor-SDKs basieren häufig auf einer alten Version von OpenWRT. Da wurde dann zum Beispiel mal ein OpenWRT 14 oder 15 geforkt. Es gibt aber auch Hersteller, welche aktuellere SDKs verwenden. Das ist, ab und an wird das dann mit OpenWRT out of the box beworben, ist dann aber nicht in Upstream OpenWRT enthalten. Sprich, man nimmt nicht die neuen Entwicklungen mit neuen Releases mit. Genau, wir haben auch ein Webinterface. Mittlerweile sieht das auch ganz schick aus. Das ist jetzt einfach mal von mir zu Hause. Und das Ganze macht es mittlerweile auch sehr, 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 sehr einsteigerfreundlich. Also sprich, wenn ihr sagt, hey, ich weiß, was eine IP-Adresse ist und ich würde gerne einfach mal ein bisschen mit Netzwerk spielen, auch bei mir daheim, vielleicht mal Adblock netzweit ausrollen, dann ist das mittlerweile auch dank des UIs sehr, 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 sehr einfach möglich. Genau, wir haben ja, ich habe es ja in den Pre-Notes ein bisschen beleuchtet. Ich will einfach mal ein bisschen über so die Themen reden, die OpenWRT-Entwicklung in den letzten Jahren beeinflusst haben. Ein großes Thema davon ist zum Beispiel Bufferbloat. Sagt das hier jemandem was ungefähr, mal so ein Stimmungsbild? Oh ja, das sind viele, das gefällt mir, das ist gut. Genau, ich gehe einfach mal kurz für die es nicht wissen. Bufferbloat ist so ein bisschen ein Problem, welches daraus entstanden ist, dass CPEs oder Home-Routers häufig auf Geschwindigkeit statt auf Latenz ausgelegt sind. Also sprich, wenn ich von Geschwindigkeit rede, dann sind das so die Upload-Download-Raten, die euch euer ISP entsprechend verkauft. Das ist dann insbesondere relevant, wenn ihr große Downloads tätigt, wenn ihr große Uploads tätigt, Bilder hochladen, Videos runterladen, Spiele runterladen, was auch immer. Das sind aber Applikationen, die sehr, sehr delay-tolerant sind, also die quasi auf Änderungen in der Latenz im Netzwerkpfad nicht so empfindlich sind. Das merkt ihr nicht so richtig, wo ihr aber tatsächlich dann eher so das Gefühl bekommt, das Internet funktioniert nicht so, wie ich es möchte oder ich habe hier diese typischen Probleme, sind quasi im Latenzpfad. Also sprich, wenn ihr Echtzeitanwendungen nutzt, Voice-over-IP-Calls, Teams, Skype, Zoom, WebEx, Online-Spiele, ganz prävalent dafür. Teilweise auch normales Websurfing, weil ihr quasi immer einen Roundtrip macht zum Server. Also wenn ihr eine Webseite ansurft, dann macht ihr viele, viele Roundtrips zu den Ad-Servern, zu anderen Servern auf einer Webseite und dann geht ihr immer wieder diesen Latenzpfad hoch und runter. Und das sind Wege, die sehr, sehr intolerant auf Delay reagieren. Warum erzähle ich das? Ich habe tatsächlich diese Grafik gefunden, die finde ich, die zeigt das relativ, relativ gut. Wenn ihr ein Netzwerkgerät habt, dann hat das immer einen Buffer. Also angenommen, ihr habt jetzt einen DSL-Anschluss, dann hat euer Provider irgendwo einen Router stehen, der ist dann in der Regel lauter wie eure Fritzbox, der ist größer wie eure Fritzbox und verbraucht mehr Strom wie eure Fritzbox. Der kriegt dann quasi einen Anschluss mit, keine Ahnung, 100 Gigabit.
weiß nicht, wo wir uns da bewegen ungefähr, ich denke mal mindestens in dem Rahmen, ans Internet. Und danach kommt dann eure 50 Mbit DSL-Leitung. Und ihr habt quasi dazwischen vielleicht noch einen DSLAN, der vielleicht auch noch einen Buffer hat. Diese Buffer müssen quasi gemanagt werden. Also es ist quasi so, ihr habt Daten, bekommt Daten aus einer großen Pipe und dieses Gerät muss dann quasi schauen, wie viele Daten kann ich zwischenspeichern auf dem Weg zu euch durch die kleinere Leitung. Und was mache ich vor allem, wenn ich nicht hinterherkomme? Also ich bekomme vielleicht ganz, ganz viele Daten rein, kriege die aber nicht raus. Droppe ich dann die, die zuletzt gekommen sind? Droppe ich die, die zuerst gekommen sind? Schaue ich mir an, welche kann ich droppen? Weil im schlimmsten Fall bin ich dann in der Situation, dass ich ganz, ganz viele Pakete von einem Download verwerfe. Im ganz, ganz schlimmen Fall. Dass ich ganz, ganz viele Pakete von einem Voice Call verwerfe, während ich Pakete von einem Download durchlasse. Und für den Download würde das nicht viel machen. Sprich, es wird einfach ein bisschen länger dauern. Aber ihr habt dann Artefakte im Audio-Stream oder im Video-Stream. Und das sind dann die Stellen, die ihr nervt. Und eine Lösung gibt es dafür. Die wird häufig als SQM, Smart Queue Management, bezeichnet, welche quasi euren Traffic analysiert. Also sprich, sie kann Traffic klassifizieren, sie kann auch eine Fairness einbauen. Also sprich, wenn ihr mehrere Geräte in dem Netzwerk habt, stellt euch einfach vor, ihr seid daheim oder seid in eurer WG und ihr habt 5 Leute da sitzen, zwei machen einen Download, 3 machen einen Voice Call. Und wenn ihr quasi algorithmisch bestimmen könnt, hey, ich habe jetzt eine Congestion-Situation, welcher Traffic ist denn nun wichtig, dass er zeitlich ankommt, dann könnt ihr auch mit derselben Bandbreite eine wesentlich, wesentlich höhere Qualität erreichen. Das kann man auch messen. Da gibt es zum Beispiel, das ist jetzt von speedcloudflare.com, aber auch speedtest.net hat das mittlerweile, dass er die Latenz in einer Loaded Downstream Upstream, also sprich, wenn ihr euren Download belastet, wenn ihr euren Upload belastet, anzeigt. Und was ich bei speedcloudflare ganz cool finde, ist, dass sie euch, also zum einen, dass sie natürlich viele Server haben, zum anderen aber auch, dass sie euch das sehr genau aufschlüsseln. Also ihr bekommt dann quasi angezeigt, hey, in welchem Bereich sind denn 95% der Pakete, die ihr zum Test verwendet, kommen die an? Wie schnell kommen die an, sind die delayed und am Ende euch auch einen Score ausgeben, wo sie quasi sagen, hey, das Verhalten ist optimal für Videostreaming, für Chatting, für Websurfing, für Echtzeitanwendung. Das gibt da auch Ansätze in OpenWRT für. Per Default benutzt OpenWRT als Queuing-Mechanismus FQ-Coddle. Es gibt aber auch, was sehr häufig und auch unter SQM im OpenWRT-Kontext häufig verstanden wird, Cake als Mechanismus. Das kann man auch ganz einfach über das Webinterface konfigurieren. Da gibt es ein Paket, welches ihr einfach installieren könnt, Lucy App SQM, wo ihr dann quasi einfach euren Downstream und euren Upstream eintragt. Danach kann man dann noch Framing anpassen, also je nachdem, welche Zugangstechnologie ihr habt. Das ist aber alles auch im Wiki beschrieben. Cake verwendet DSCP und ECN zum Congestion Control. DSCP ist auch bekannt unter DiffServe. Damit kann quasi ein Client oder ein Server im IP-Header definieren, welche Dienstgüterklasse dieses Paket angehört. Und dementsprechend kann Cake auch erkennen, hey, dieses Paket hat eine höhere Priorität als ein anderes und dieses dementsprechend auch bevorzugen. Zusätzlich funktioniert Cakes auch über die Flows, also sprich Cake weiß, welches Paket kommt, es analysiert die Flows, also sprich, wenn ihr jetzt eine Webseite ansurft, dann ist es in der Regel ein Flow, wenn die von einem Server kommt. Wenn ihr jetzt eine Peer-to-Peer-Applikation mit 5 anderen Personen startet, dann sind das in der Regel, wenn alle mit euch kommunizieren, auch 5 Flows. Und darüber kann quasi eine Fairness erreicht werden, dass sie quasi sagen, hey, ich habe hier einen Flow, welcher 90% der Bandbreite belastet und jetzt habe ich aber hier andere Flows, welche die Bandbreite nicht so stark belasten, dann würde Cake hergehen und würde diesen Flows, die weniger Bandbreite beanspruchen, bevorzugen beim Queuing. Das kann auch mit Cossify heißt das Tool, das ist eine OpenWRT-Entwicklung, noch getuned werden. Das DiffServe-Feld ist bei vielen Applikationen per Default nicht verwendet, also steht quasi auf dem Default-Wert. Und mit Cossify gibt es ein Tool, welches quasi über eBGP, über eBPF
den DiffServ-Header basierend auf der IP-Adresse oder dem Port anpassen kann. Genau, das ist jetzt beispielsweise mal hier die Konfiguration, wie man sie mit Lucy App SQM ausführt. Man sagt quasi, hey, was ist mein Warninterface, was habe ich für eine Bitrate im Down- und Upstream und möchte ich noch Debug-Output haben, save das Ganze und es wird automatisch appliziert. Anderer Punkt, was auch sehr oft hin und her geworfen wird und sehr auch mit Bufferbloat vermischt wird, ist Airtime Fairness. Airtime Fairness ist ein bisschen komplexes Thema, ich versuche es aber relativ simpel runterzubrechen. Wenn wir uns Cake anschauen, dann treffen wir eine Entscheidung auf einer Bandbreite. Das ist sinnvoll, wenn wir einen fixen Link haben, also mein DSL-Anschluss macht immer 50 Mbit, es sei denn er resynkt. Mein 1 Gigabit-Link macht immer 1 Gigabit, aber sobald wie ich auf WLAN gehe, ist Bandbreite ein sehr schlechter Fairness-Indikator. Sprich, man sieht das zum Beispiel hier drüben, ich habe einen Client, welcher einen alten WLAN-Standard verwendet, sprich, ich brauche eine längere Zeit auf der Luftschnittstelle, um dieselbe Menge an Daten zu übertragen, wie ein Client, welcher einen neueren WLAN-Standard verwendet oder welcher vielleicht näher am Access Point ist und eine bessere Verbindung hat. Das kann auch ein Fall davon sein. Und wenn ich jetzt auf einer klassischen Bandbreitenebene versuche, eine Fairness zu erreichen, dann tue ich quasi, würde quasi der Client mit der aktuelleren Hardware benachteiligt werden. Sprich, ich tue meine Ressource ist nicht mehr die Bandbreite, sondern die Zeit, die ich habe zum Senden. Und man sieht das quasi hier oben, dass drei Pakete verschickt werden an zwei Clients, einen mit einem alten Standard, einen mit einem neuen WLAN-Standard. Und ich könnte in derselben Zeit mit Airtime-Fairness an den alten Client zwei Pakete versenden, aber ein Vielfaches dieser Pakete mit dem neuen Client. Auf der anderen Seite habe ich bei Airtime-Fairness als zusätzliche Herausforderung, dass ich nicht nur eine Queue, wo ich Pakete zwischenspeichere in meinem Host-System, sprich in meinem Linux habe, sondern möglicherweise auch noch eine Queue auf meinem WLAN-Chip, weil dieser auch noch eine Firmware hat. Ich gebe dem Pakete und er selber analysiert, okay, hey, kann ich dieses Paket mit Multi-User-MIMO zustellen? Habe ich Wi-Fi 6, kann ich vielleicht UFDMA nutzen? Also ich stelle quasi auch meinem WLAN-Chipsatz eine große Menge an Paketen zur Verfügung und dieser entscheidet darüber. Und wenn ich jetzt das Risiko fahre, dieser Queue zu viele Pakete zu geben, dann kann ich diese Queue auch plötzlich nicht mehr managen in meinem Host-System. Dafür hat OpenWRT eine Technologie, die heißt AQL, Active Queue Limiting, welche quasi aktiv die Menge an Paketen, die in dieser Hardware-Queue ist, limitiert. Und das zusammen mit dem Software-Queuing ermöglicht quasi, dass OpenWRT in den meisten Treibern für die meisten Plattformen eine Airtime-Fairness realisieren kann. Also es wird für ATA 9K, ATA 10K, MT76, was quasi so die meistverwendeten WLAN-Treiber sind, unterstützt. Ich habe es jetzt hier auch mal als Beispiel rausgeholt. Das eine ist nun ein Beispiel für eine Congestion-Situation mit mehreren Clients auf der rechten Seite ohne Airtime-Fairness, was man hier sehr, sehr gut sieht. Und das ist auch das, was ich vorhin bei dem Bufferbloat gesagt habe. Man sieht hier unten auch die Latenz in der Loaded-Szenario, im Download wie im Upload. Und ohne Airtime-Fairness sehe ich hier, dass ein Client sehr, sehr länger auf ein Paket warten muss. Sprich, ich habe eine höhere Latenz, ich habe auch einen höheren Jitter, als wenn ich ein Netzwerk habe, welches Airtime-Fairness unterstützt. Welches quasi sagen kann, hey, ich kann diesem Client gerade viele Pakete zur Verfügung stellen und ich muss weniger Zeit mit dem Senden an ältere Clients verschwenden. Wie gesagt, implementiert ein OpenWRT. Man kann das Ganze auch managen. Also sprich, wenn ihr ein Netzwerk habt, welches zum Beispiel ein Client, ein Gästenetz und ein privates Netz habt, dann könnt ihr auch die Weight einstellen. Also sprich, welchen Anteil an Airtime soll einem Client zur Verfügung stellen? Möchte ich dem privaten Netz 90% der Airtime zur Verfügung stellen? Möchte ich dem Gastnetz nur 10% zur Verfügung stellen? Und darüber kann man das Ganze auch noch ein bisschen managen. Das ist ein bisschen im Rahmen. Wie gesagt, es ist WLAN. Man kann nur den Downlink vom AP verwalten. Und zusätzlich kann man das Ganze auch noch per Client einstellen. Also sprich, ihr könnt sagen, hey, hier, dieser Client soll weniger Zeit zum Senden bekommen, wenn der Channel loaded ist, als andere Clients im Durchschnitt. Das ist auch alles dokumentiert im OpenWRT-Wiki. Also wenn ihr euch da informieren wollt, ist da ein guter Punkt, guter Startpunkt.
Andere Sache, die auch in den letzten Jahren mit so Mesh-Systemen und allgemein relevanter geworden ist, weil WLAN quasi ins ganze Haus, in die ganze Wohnung getragen wird und auch die Ansprüche an die Bandbreite gestiegen sind, ist Roaming im Multi-AP-Szenario. Und ich werde eine kurze Einführung zu geben, wenn ich ein WLAN-Gerät bin und ich tue jetzt zum Beispiel aus der Coverage Area, also aus dem Versorgungsbereich eines Access Points herausgehen und ich habe einen anderen Access Point, dann muss ich als WLAN-Gerät diesen anderen Access Point selbst discovern. Und wie mache ich das? Ich muss, wenn ich nur ein Radio habe, auf den anderen Channel gehen, muss dann dort mindestens 102 Millisekunden scannen, gucken, ob ich ein Beacon kriege, ob ich dieses Netzwerk sehe. Und das muss ich dann halt für alle Channels machen. Das ist natürlich sehr ineffizient, weil wir sind an einem Punkt, Echtzeit-Applikationen werden immer wichtiger. Wir haben Wi-Fi-Calling, wir haben Voice-over-IP. Wenn ich Off-Channel gehe, kann ich natürlich nicht senden und empfangen. Sprich, ich verliere Pakete oder diese Pakete werden verspätet zugestellt. Zum anderen wird das auch oft mit Fast Roaming durcheinander geworfen. Da komme ich gleich zu. Und wenn wir von Multi-AP-Roaming sprechen, dann deckt das mehrere Standards ab. Zum einen kann man diesen Case mit dem Off-Channel gehen mit dem Standard 802.11k etwas entgegenwirken. 802.11k bespricht zwei Mechanismen, einmal Neighbor Reports und einmal Beacon Reports. Neighbor Reports bedeutet, dass ein Access Point, dass ein Access Point einem Client eine Liste mit benachbarten Access Points zur Verfügung stellen kann. Das bedeutet, ich muss nicht mehr das gesamte Frequenzband scannen, sondern der Access Point, mit dem ich aktuell verbunden bin, den kann ich fragen, hey, was gibt es denn so für Access Points in deiner Nähe? Und der kann mir mit einer Liste von 5, 6 Access Points antworten und dann muss ich nur auf diesen 6 Channel Off-Channel gehen. Sprich, ich muss nicht das komplette Frequenzband scannen, um meine Nachbar-Access Points zu erkennen, sondern kann diese Liste nutzen, um die Zeit zu reduzieren. Zum anderen kann der Client über Beacon Reports dem Netz auch Informationen bereitstellen, welche Netze ein Client sieht. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn wir mehrere Access Points haben. Ein Access Point ist unter hoher Last, ein Access Point ist nicht unter hoher Last. Dann kann das Netzwerk hergehen und fragen, hey, siehst du denn vielleicht auch den Access Point, welcher weniger Last hat? Könnte ich dich vielleicht an diesen verweisen? Und genau das ist der Punkt, wo 802.11v, WNM Transition Management, ins Spiel kommt. Das ist eine Technologie, womit ein WLAN-Netzwerk einem Client sagen kann, hey, wechsel doch bitte deinen Access Point, roam doch mal bitte woanders hin, du bist dort besser aufgehoben. Und diese beiden Standards in Kombination sind das, was quasi häufig unter Fast Roaming assoziiert wird. Fast Roaming eigentlich beschreibt eher 802.11r als Standard. Das ist BSS Fast Transition, die Komponente daraus. Das ist aber in einem Home-Szenario gar nicht so relevant, wie man vielleicht denken muss, weil was 802.11r macht, ist, dass ihr das Key-Material, welches ihr auf dem Access Point habt, mit dem ihr verbunden seid, an einen anderen Access Point transferiert. Im Home-Bereich ist das nicht so relevant, weil ihr die Authentifizierung nur mit dem Access Point vollführt. Also ihr geht über die Luftschnittstelle, tauscht 4, 5, 6 Pakete aus und könnt euch danach verbinden, während wir zum Beispiel in einem Enterprise-Umfeld oder in einem universitären Umfeld, wie wir es hier haben, hergehen müssen und mit einem Radioserver reden, der im Zweifel mehrere Millisekunden entfernt ist. Und wie gesagt, wenn wir mehrere Pakete austauschen müssen, summiert sich das auf. Und dann sind wir wieder in der Situation, hey, wir verlieren Pakete, wir stellen Pakete verspätet zu, wir haben Jitter. Wegen diesem Umstand ist 802.11r im Home-Bereich nicht so relevant wie im Unternehmensumfeld. Das Ganze auf Client-Seite ist ein Mixback. WPA Supplicant unterstützt die meisten Features dafür, außer die Neighbor Reports. Also es gibt da Bestrebungen, dass das auch eingeführt werden kann, dass ich dem WLAN-Treiber sagen kann, scanne nur diese Kanäle. Momentan funktioniert das nicht. Auf der Mobile-Seite, also sprich Telefon, ist das Ganze bei Apple und Samsung sehr gut dokumentiert und im weitesten Sinne verhält es sich auch so, mit einigen Ausnahmen. Bei anderen ist es Hit or Miss. Das kommt daher, wir reden von Telefonen, die sind in der Tasche, die sind im Standby, plötzlich
schicke ich das Host-System in einen Sleep und habe dann eine andere CPU irgendwo, welche diese Pakete handeln soll. Und tatsächlich ist es sehr, sehr oft misskonfiguriert. Also da, in dem Moment, wo mein Gerät in Sleep geht, kann es einfach passieren, dass ich das Gerät nicht mehr erreiche, dass ich ihm keine Befehle mehr geben kann. Und das Ganze ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Für OpenWRT gibt es mittlerweile ein paar Daemons, welche das Ganze optimieren. Einige verlangen Konfigurationen, andere nicht. Aber das relativ Coole dabei ist, dass ihr keine zentrale Instanz braucht. Also ihr könnt einfach das Paket installieren auf 5 Geräte und die managen sich dann von selbst untereinander. Da gibt es zum einen Dawn, das kommt aus, meine ich, Freifunk Berlin, welches zusätzlich auch noch die Konfiguration synkt zwischen den Access Points. Also ihr habt eine zentrale Konfiguration pro Access auf einem Access Point und Dawn synchronisiert die automatisch über alle im Netzwerk. Und zum anderen gibt es Justeer, wo die Konfiguration und Parameter pro Gerät sind. Und ich nutze das Ganze schon eine ganze Weile. Ich habe da auch relativ viel mit dran gearbeitet. Und das Ganze funktioniert in vielen Teilen mittlerweile sehr, sehr gut. Also insbesondere das Synken von deren Nachbarinformationen ist mittlerweile an einem Punkt, an dem ich es sogar einigen kommerziellen Lösungen als deutlich überlegen ansehe. Also wie das quasi funktioniert ist, er lernt quasi aus den Transitionen von Clients, wo Clients tendenziell wieder auftauchen, wenn sie die Verbindung verloren haben, die Nachbar-Access Points und kann diese dann bereits nach ungefähr, je nachdem wie viel Traffic ihr habt, entweder nach wenigen Minuten oder nach wenigen Stunden optimiert bereitstellen, wenn ihr ein Netzwerk mit mehreren Access Points habt. Genau, nächster Punkt, Offloading. Das wird immer wichtiger und auch immer besser im Linux-Kernel. Ich möchte jetzt insbesondere mal Bridge-Offloading und Floor-Offloading kurz behandeln. Bridge-Offloading ist ein Term, der häufig beim OpenWRT-Kontext mit DSA zusammenkommt. DSA steht für Distributed Switch Architecture und ist dafür da, dass sowohl der Datenpfad wie auch der Kontrollpfad für mehrere Switches in einer Architektur mit den normalen Bridge-Utils gehandelt wird. Also sprich, wenn ihr einen Switch in einem Gerät habt, dann habt ihr automatisch auch 8 Interfaces und wenn ihr diese 8 Interfaces in eine Bridge legt, dann kann er automatisch diese Bridge auf die Hardware konfigurieren und Pakete zwischen den einzelnen Switchports werden dann im Switch-Chip gemanagt. Zum anderen gibt es Floor-Offloading, das ist ein bisschen komplexer und da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Zum einen gibt es Hardware-Floor-Offloading und Software-Floor-Offloading. Hardware-Floor-Offloading offloadet den Data-Path in Hardware, also sprich, wenn ein unbekanntes Paket herkommt, dann landet es erstmal beim Linux-Kernel, der trifft eine Routing-Entscheidung, schickt das Paket raus und installiert danach diesen Flow in die Flow-Table der Hardware. Also sprich, das nächste Paket, was dann ankommt, sieht der Linux-Kernel gar nicht mehr. Er kriegt regelmäßig mal Updates, wie viele Pakete da durchgegangen sind durch die Hardware. Aber selber hat er mit dem Traffic-Flow nichts mehr zu tun. Zum anderen gibt es Software-Flow-Offloading. Das Hardware-Flow-Offloading dazu auch noch. Das braucht Support von der Hardware. Also wenn ihr einen OpenWRT-Router habt, muss sowohl die Hardware wie auch die Implementierung in der Software Flow Offloading unterstützen. Software Flow Offloading ist unabhängig von der Hardware. Das funktioniert in jedem Fall. Und was Software Flow Offloading macht, ist, dass er quasi einen Fast Path in NF Tables verwendet. Wenn er einmal einen Flow bekommen hat, dann geht NFTables, kommt das Paket am Ethernet-Interface rein, NFTables sieht, hey, den Flow habe ich und skippt die ganze Routing-Entscheidung pro Paket. Tut das Paket quasi nicht durch die Routing-Chains schicken, sondern direkt an das Ziel-Interface. Das wird unterstützt für Ethernet, wie auch auf einigen Plattformen mittlerweile für WLAN. Also es gibt auch Plattformen, welche in Hardware ein Paket, welches auf dem WAN ankommt, sogar mit PPPoE so mittlerweile, auspacken kann und das Ganze der WLAN-Karte zuschieben kann, ohne dass der Linux-Kernel das Paket sieht. Das hat einen Drawback, wenn wir uns an Bufferbloat erinnern, das Hardware-Flow-Offloading funktioniert nicht mit SQM, weil ihr seht die Pakete nicht, ihr könnt damit nicht interagieren, die Hardware forwardet sie einfach und dementsprechend funktioniert auch kein SQM wie Cake. Jetzt haben wir mal so ein paar Technologien behandelt. Was ist denn jetzt, wenn ich das nutzen möchte? Und vielleicht habe ich einen Router daheim, vielleicht habe ich einen OpenWRT-Router schon, aber vielleicht sage ich mir, hey,
Ich will das ausprobieren und jetzt brauche ich Hardware dafür. Zum einen, OpenWRT läuft auf vielen Plattformen. Mir wurde auch gesagt, ich soll da noch NAS-Systeme mit reinnehmen. Ich habe das einfach mal gelassen. Wir machen noch ein Netzwerk und keine Festplatten. Zum einen Access Points. Access Points werden klassischerweise verwendet, um Coverage bereitzustellen. Also sprich, häufig hängen die an der Decke in Unis oder in Firmen. Switches, glaube ich, muss ich nicht erklären, werden verwendet, um Layer-2-Traffic zu switchen und zu verteilen. Router ist klassischerweise das, was daheim steht und das Gateway zum Internet bereitstellt. Unterordnung XDSL-Router. Und wenn ich das Glück habe, daheim keinen kabelgebundenen Anschluss zu haben, dann brauche ich vielleicht einen 4G, 5G-Router oder wenn ich unterwegs bin. Und ich sag mal, das Ganze als Disclaimer basiert so ein bisschen auf der Erfahrung, die ich und sowohl auch andere gemacht haben. Und überholen sich auch sehr, sehr schnell. Also vielleicht, wenn sich das jetzt Ganze jemand anguckt in 2 Jahren, dann wäre es immer noch mal eine gute Idee, die Recommendations zu überprüfen, weil der Markt bewegt sich da relativ schnell. Wenn ich einen Access Point suche, wäre ich grundsätzlich bei einem Modell von Zyxel oder bei Netgear. Der Zyxel, beide Geräte haben mittlerweile einen 2,5G-Port und beide Geräte verwenden auch Wi-Fi 6. Der eine kann das Ganze mit 160 MHz, der andere mit 80 MHz und haben auch eine leicht unterschiedliche Antennenkonfiguration. Der Vorteil bei dem Zyxel-Gerät ist, dass er sogar mit regulärem PoE, also nicht PoE Plus, 802.3AF, funktioniert, während der Netgear 802.3AT benötigt. Preislich sind wir im Bereich von 100 bis 140 Euro hierbei. Wir haben die Geräte auch hier tatsächlich liegen. Das wäre jetzt einmal hier der Netgear für die Deckenmontage und zum anderen ein bisschen kleiner das Gerät von Zyxel. So. Ganz schön. Genau, bei Switchen ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil es hängt davon ab, will ich PoE, will ich 10G, will ich nur 1G-Ports. Grundsätzlich gibt es da Community-Efforts und ich sage explizit Community-Efforts, weil die Arbeit daran ist schon ziemlich, ziemlich krass, das Ganze auf Realtek-Switch-Hardware zu unterstützen. Also das gibt es von 8 bis 48 Port oder 52 Port sogar, Switches sogar mit 10G-Ports. Oben im Hackcenter haben wir einen stehen. Welche komplett Bridge-Offloading Support haben, sprich, also wenn ihr euch da einloggt und euer Switch hat 52 Ports da und ihr gebt IP-Link ein, dann habt ihr da halt 52 und ein paar Ethernet-Interfaces, wo ihr Bridges konfigurieren könnt, sei es mit den OpenWRT-Tools oder sei es mit dem Web-Frontend. Und das Ganze kann dann in Hardware geoffloadet werden. Ich habe jetzt einfach mal beispielhaft, wenn man damit mal rumspielen möchte, finde ich den Zyxel GS1908HP dafür ein ganz nettes Gerät. Zum einen, weil er mit 100 Euro erschwinglich ist, zum anderen, weil er auch PoE-Ports hat, PoE Plus sogar, und eine extern ansteuerbare Konsole. Also ihr habt an der Seite da Lüftungsschlitze und der eine Lüftungsschlitz ist ein bisschen breiter und ein bisschen kürzer, dass ihr da euren DuPont-Stecker reinstecken könnt, direkt an die Konsole. Das ist eigentlich ganz schick gemacht. Ansonsten gibt es unter der Adresse auf der Slide auch eine Übersicht, wo Leute die Switch-Hardware dokumentieren und auch sich über den Support koordinieren. Da gibt es auch ISC-Channels für und das Ganze nimmt gerade sehr gut Fahrt auf. Bei Router, wenn man jetzt klassisch für sich daheim ein Gerät für einen Zugang sucht, gibt es zum einen relativ aktuell von Acer ein Gerät, welches sogar Wi-Fi 6E, also 6 GHz, unterstützt auf OpenWRT. Der basiert auf einer MediaTek-Plattform, die beide Geräte hier unterstützen, auch Flow Offloading. Ihr bekommt damit auch einen Gigabit im LAN oder auch Richtung WLAN mit SQM auch gemanagt. Die sind relativ schön, relativ leistungsfähig. Haben auch einen Multi-Gig-WAN-Port, leider kein Multi-Gig-LAN-Port, aber naja, vielleicht kommt das auch noch. Und auch genug RAM und Flash, um auch in der Zukunft gut zu verwenden. Es gibt auch VDSL-Router tatsächlich und ich habe das jetzt mal hier in der letzten Minute nochmal auf VDSL umgemünzt. Es gibt von AVM eine Fritzbox basierend auf einer Qualcomm ARM-Plattform mit einem Intel VDSL-Modem, welches nach einiger Zeit mittlerweile auch in OpenWRT supported wird, also zumindest für VDSL, für PTM. Die Informationen, die man zu ADSL und ATM findet, sind contrary.
Ich würde ja ab jetzt hier nochmal aufgeschrieben, dass VDSL funktioniert auf jeden Fall. ADSL ist mir nicht bekannt. Wenn man sich danach umschaut und sowas haben möchte, findet man sehr oft den Tipp, dass man einfach eine 7520, die von einem Internetanbieter für günstiger oder mit einem Vertrag sogar für umsonst mitgegeben wurde. Davon gibt es aber zwei Revisionen und eine hat ein inkompatibles Modem von einem anderen Hersteller. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten gibt es auch ein paar Kandidaten für Cellular, also sprich Mobilfunk. Zum einen gibt es ein Gerät von ZTE, welches auch von einem deutschen Netzbetreiber verkauft wird. Das hat sogar einen integrierten Akku, das fehlt auf der Liste gerade. Das ist tatsächlich ein bisschen eine obskure Architektur, also es gibt da, es hat ein ASR Micro LTE Modem, ich habe davon vorher noch nie was gehört, das war wohl mal Marbell. Hatte Wi-Fi 5 und gibt es relativ erschwinglich tatsächlich für 50 Euro auf eBay. Teilweise kriegt man es auch für 39 und ist ein ganz nettes Gerät, wenn man einfach ein Gerät haben will, zum Mitnehmen, SIM-Karte reinstecken und läuft. Wird auch mit OpenWRT unterstützt. Ist architekturell eine ganz, ganz spannende Kiste. Also wenn ihr euch ADB installiert und gebt ADB Shell ein, habt ihr auch eine Root Shell auf das LTE-Modem. Das ist alles sehr, sehr interessant. Und es gibt auch mittlerweile die ersten 5G-Geräte, sind noch fürstlich im Preis von Teltonika mit einem 5G-Modem. Was hierbei noch ein Punkt ist, ist, dass wir tatsächlich hier das Problem haben, dass wir noch Aggregation implementieren müssen, um die volle Geschwindigkeit auszuschöpfen, weil wir tatsächlich so viele Pakete bekommen, dass uns der Buffer vom USB-Port verläuft. Und grundsätzlich, wenn man da auf der Suche ist oder ein bisschen nach Support schaut, immer mal die Installationsmethode schauen, ob die feasible ist. Ab und an muss man das Gerät öffnen. Ab und an kann man einfach von außen über eine serielle Konsole, sei es über einen Cisco-Stecker oder über Dupont-Kabel, das Gerät flashen, teilweise auch über das Webinterface, teilweise über einen Bootloader per TFTP. Es funktioniert auch ab und an nicht alles, also sprich bei der 7530, die mit dem DSL-Modem hat lange Zeit das DSL-Modem nicht funktioniert und zum Beispiel funktioniert dort Telefonie auch nicht. Das sind so Sachen, die man immer mal checken sollte, wenn man ein Gerät hat und man sieht, hey, es ist für OpenWRT supported, nicht, dass man hier enttäuscht wird. Auch ein wichtiger Punkt ist, wie kann ich das Gerät recovern? Das steht auch häufig im OpenWRT-Wiki, also sprich, wenn ich mal eine Firmware flashe oder ich sperre mich aus und irgendwas funktioniert nicht, wie komme ich wieder auf das Gerät drauf? Und zum anderen, Empfehlungen altern auch relativ schnell. Also man findet sehr oft Empfehlungen in Richtung, hey, ein Archer C7 oder Unify AC Lite. Das ist mittlerweile fast 10 Jahre alt und ich kriege fürs Geld halt Besseres. Da ist es immer halt auch mal ganz cool, einfach durchs OpenWRT-Forum zu gehen. Man kann da auch selber mal einen Post machen, seine Anforderungen posten. Die Leute sind da eigentlich sehr, sehr nett und auch sehr, sehr hilfsbereit, insbesondere auch was lokale Verfügbarkeit angeht. Wenn man jetzt vielleicht aus Österreich oder der Schweiz kommt, das weiß ich nicht, ist die Auswahl möglicherweise nicht so gut wie in Deutschland oder es gibt andere. Und zum anderen, die Entwickler sind auch relativ aktiv in einem IRC oder auch per E-Mail, wenn ihr IRC nicht nutzen wollt. Genau, ich wäre dann an der Stelle auch am Ende. Und wenn ihr Fragen habt, haben wir, glaube ich, genug Zeit dafür. Genau, ich gucke hier mal so in die Runde. Gibt es Fragen? Ja, ich sehe da hinten eine Hand. Ich hätte zwei Fragen, ja. Und zwar einmal zu dem Switch-Offloading. Kann das auch VLANs gleich mitmachen? Ja. Also auch bei aller unterstützten Hardware, weil OpenWRT und VLANs gab es ja bei manchen Chipsets damit Beschränkungen und so. Wenn die einen DSA-Treiber haben, meines Wissens nach aktuell alle sämtliche Hardware kann auch VLANs offloaden. Und dann auch nicht nur die ersten 16 oder so, sondern... Da muss man ja differenzieren. Man konnte ja teilweise auch höhere WLAN-IDs offloaden, nur man konnte nur 16 VLANs gleichzeitig offloaden. Aber ja, grundsätzlich unterstützen die volle 4096 VLANs. Die zweite Frage zu dem Roaming. Kann man das aktivieren? Ist es automatisch aktiviert oder wie kann man das testen? Einfach zwei Access Points aufstellen und dann mit dem Kleinen hin und her gehen oder wie?
Man kann das so testen, man kann aber auch die Funktionalität über WPA-Supplicant relativ gut testen. Also man hat bei WPA-Supplicant, über WPA-CLI gibt es Commands, ich glaube Neighbor Report Request und WNM BSS Query, womit man quasi sich die Liste von Access Points, die er als Nachbarn kennt, vom Access Point holen kann. Und zum anderen, wo man dem Access Point auch sagen kann, hey, kennst du einen besseren Nachbar für mich? Aktiv nachfragen kann. So kann man das testen. Tatsächlich die Verifikation, ob das was, wenn man an dem Code arbeitet, ist relativ müßig und komplex, weil, wie gesagt, es hängt von vielen Faktoren ab. Aber von der Konfiguration her grundsätzlich, wenn du mehrere Access Points hast, allen dieselbe SSID, selbes Passwort geben, das Paket installieren. Beim Paket kann man sich dann auch schauen, ob er die anderen im Netzwerk findet und auf dem Client mit Linux dann einfach über WPA-Supplicant. So kann man schauen zumindest, dass das, was man gebaut hat, funktioniert und nicht komplett funktional ist. Gibt es schon WLAN 7, also Wi-Fi 7 Support in OpenWRT? Es wird momentan dran gearbeitet. Also ich weiß, dass Banana Pi Hardware announced hat mit Wi-Fi 7 und TP-Link wohl auch mittlerweile Hardware anfängt zu bauen. Ist momentan in der Mache. Also der Treiber unterstützt schon die Hardware. Ich bin mir nicht sicher, ob er auch schon die Wi-Fi 7 Features unterstützt. Aber wie gesagt, Hardware dafür ist momentan noch im Kommen, beziehungsweise noch nicht verfügbar. Aber es wird kommen. Ich sehe gerade noch keine weiteren Hände. Übersehe ich gerade jemanden? Doch, da vorne. Hier vorne. Moment, wie komme ich da hin? Sehr hilfsbereite Leute, die das Mikrofon weiterreichen können. Genau. Gehen wir nochmal zurück zu den Buffern. Beim Buffer-Upload hast du vorhin von SQM gesprochen, ja, und die Konfiguration jeweils aufs Interface angepasst. Wie sieht das denn bei Multivan-Installationen aus? Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Also meines Wissens nach, wenn du ein Interface hast, wo der Traffic quasi nach der Aggregation durchgeht, könntest du Cake auf diesem Interface sprechen. Ich weiß nur nicht, ob es das erwünschte Ergebnis hat. Dann sollte das eigentlich funktionieren, wenn es Active-Passive ist. Wenn es unterschiedliche Bandbreite hat, dann müsstest du dir höchstwahrscheinlich selber etwas bauen, das erkennen. Also du kannst Cake auch rekonfigurieren dynamisch, dass du die Bandbreite anpasst, ohne Pakete zu verlieren. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, was der beste Ansatz ist, weil ich die Challenge bis jetzt noch nicht hatte, aber in einem Active-Passive-Setup sollte das Ganze funktionieren, kann ich mir eigentlich vorstellen. Sag mir aber mal Bescheid, ob es funktioniert hat. Das würde mich interessieren. Mich würde die Lösung tatsächlich mal interessieren, weil ich hatte bis jetzt nicht den Use Case, aber eigentlich sollte es funktionieren. Ich glaube, damit sind wir soweit durch, oder? Ich sehe keine Hände mehr. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für den Vortrag und würde sagen, euch allen noch einen schönen guten Morgen und genießt noch weiter die MMCD.